So, Halo Reach geht direkt los. Wir fangen mit einer Schrotflinte an. So will ich es doch sehen. So und nicht anders. Okay, mein Mikrofonarm ist sehr stark am Quietschen und ich musste mal eben niesen. Ich habe bei dieser Aufnahmemethode tatsächlich keinen Mute-Button. Leider. Ich nehme jetzt nach. Ich synchronisiere gerade nach. Mit einem anderen Programm, wo ich gerade nicht mich spontan muten kann. Das ist natürlich ein Problem. Und ich sehe gerade, dass die Herzrate, mit der die Audiospur aufgenommen wird, nicht die Herzrate entspricht, glaube ich, die mein Mischpult weitergibt. Nein. Das muss ich. Das ist natürlich blöd. Ich muss dann, glaube ich, gleich mal in die Aufnahme reinhören, ob das nicht zu Problemen kommen könnte. Ob ich nicht zu leise bin oder ob man mich verzerrt hört. Das Problem hatte ich tatsächlich, dass mich. Dass ich weiß nicht, ob es an der Herzrate lag, aber es gab Probleme bei einer Aufnahme. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier ein Halo-Gameplay. Und, ja, ich bin tot. Die Waffe ist awesome und strong und ich habe sie gerne, aber viel zu selten. Aber in Reach kann ich einfach schlagen, wenn man mir jetzt blöd auf die Nerven geht. Oh mein Gott, der ist an mir vorbeigerusht. Und das war... Ich finde das so geil, wie die Gegner einfach da runter droppen. Das ist so genial, wie die da einfach runter droppen. Und, ach, nicht immer überlebt man das natürlich. Diese Map hier kann ich gar nicht leiden. Die ist mir einfach... Ich mag die großen Maps, wie ich schon mal gesagt habe, lieber. Und die grünen Maps, also ein bisschen in der Natur. Dieses andauernd in der Space Base, nenne ich es jetzt mal grob, oder in irgendwelchen anderen Sachen. Das ist mir einfach immer zu düster, zu dunkel. Ich weiß nicht. Das macht so eine depressive Stimmung. Weil das sieht alles so schmutzig und so aus. Da bin ich doch eher der Fan von, dass es denn schon ein bisschen grüner ist. Muss nicht gleich so ein schöner Wald sein, aber so ein lang, so eine große Wiese oder Fläche schon eher. Anstatt immer dieses mega düstere, industrielle, nenne ich es mal. Oh mein Gott. Kommt gleich ein nächster. Aber die Plasmapistole haut wortwörtlich rein, wie man gesehen hat, wenn man damit jemanden haut. Das ist nicht so schön. Wobei, von diesem großen Teil will ich auch nicht geschlagen werden, so dringend. Na? Voll in die Granate reingelaufen, das kann auch nur ich. Aber hey, ich lebe wieder. Because wir sind Spartans, wir sind unbesiegbar. Auf jeden Fall im Multiplayer-Modus. Wir können einfach respawnen. Ich verstehe das gerade nicht, warum die einfach immer man kann sich in diesem Spiel nicht hinlegen. Wieso schießt du auf jemanden, der liegt? Aber man kann... Wie man einfach teilweise einfach nur in der Ecke stehen kann und man wird einfach gekonnt ignoriert. Und ich habe zum ersten Mal, glaube ich, diese Ninja-Medaille gerade gesehen. Ich habe die beim Spiel nie bemerkt. Da war gerade so ein Ninja. Heißt das, wenn ich jemanden von hinten schlage, ohne dass er mich sieht, kriege ich diese Ninja-Medaille? Die habe ich noch nie vorher bemerkt. Weil die kriege ich beim normalen Nahkampf ja nicht. Interessant, was man so alles noch lernt. Na, der will sich nicht mit dem Schwert an mich rantrauen. Aber macht sich... Oh, das war ein Hologramm. Das war schlau. Vor allem, das habe ich sehr spät realisiert. Und, oh ja, diese Waffe finde ich so geil, aber leider gibt es sie auf so wenigen Maps, oder ich finde sie einfach nie. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die ist so unterhaltsam zu spielen. Und, ja, ist einfach sehr unterhaltsam zu spielen und, ja, was soll man dazu sonst noch sagen? Diese Map hier ist ja, glaube ich, ist das hier überhaupt eine offizielle Map? Das ist, glaube ich, oder ist das eher so eine Community-Map? Ich habe keine Ahnung, aber die macht absolut keinen Spaß. Die macht so wenig Laune, leider. Der gesamte Aufbau davon gefällt mir irgendwie nicht ganz. Aber hey, wir haben eine Flagge. Damit bin ich important, weil ich muss sie abliefern. Und bevor jemand in irgendeiner meiner Videos sagt, ich mache nie was Objective-mäßiges, habe ich. Reicht jetzt auch. Muss auch nicht jeden Tag sein, dass ich
das Objective einhalte, ne? Das können andere Leute machen. Oder ihr selber. Habe ich in meiner Vergangenheit in sehr vielen Spielen oft genug gemacht. Reicht jetzt auch. So. Ich bin ganz ehrlich, der Needler ist schon neat. Oh Gott, der war schlecht. Und ja, auf Range ist das Teil nicht geil, aber im Nahkampf. Aber der Needler, der ist so assi und ich liebe die Waffe dafür. Ist halt nicht umsonst eine der geilsten Waffen in Halo. Wobei, na, er war in älteren Teilen nicht so geil. Der ist erst, ich glaube, der haut richtig in Halo 4, finde ich, ist der saugeil. In anderen Teilen natürlich auch, aber ich finde, gerade in Halo 4, uff, da haut er rein. Da haut der Needler richtig übel rein. Und ja, hier dieser Modus, muss ich sagen, also Stellung, wie nennt man das? King of the Hill, oder? Ist hier richtig unangenehm auf dieser Map, wenn das in der Mitte ist. Wenn der Hügel da in der Mitte ist, das mag ich gar nicht. Das ist so richtig zum Kotzen, um das zu halten oder zu erobern. Und ich habe hier ein bisschen versucht, das Sturmgewehr auszuprobieren. Ich finde, die Waffe ist totaler Bullshit. Ich habe sie immer Rapid-Fire-mäßig versucht zu spielen oder vollautomatisch. Rapid-Fire-mäßig hat sie sich ein bisschen besser angestellt, aber ich konnte nicht immer Rapid-Firen, weil gerade wenn der genau vor einem steht, dann habe ich einfach raufgehauen oder gehalten. Aber es hat nicht oft was gebracht. Leider. Aber wie man sieht, schöner Schlag in die Fresse hilft mit dem Teil auf jeden Fall. Der Kolben tut weh. Und, oh ja, der Needler. Und, ui, down ist er. Oder auch nicht. Weil, wenn man nicht trifft mit dem Teil, bringt es nichts. Und wir haben den Erstschlag gemacht. Das ist natürlich was Geiles, sowas zu machen. Aber ich mach mal hier ganz kurz einen Schnitt. Ich glaube, ich habe einen Fehler. Gut, dann geht es auch jetzt weiter mit diesem wunderschönen Gameplay. Ich glaube, es wurde mittlerweile etwas asynchron. Ich hoffe, das ist jetzt gefixt. Und oh ja, hier läuft jemand als Geist rum, der mich einfach nicht bemerkt. Und sein Buddy bemerkt auch nicht, dass ich von der Seite geschossen habe. Also kann ich beiden meinen Gewehrkolben zeigen, den ich liebevoll Katharina nannte. Und hey, der Hügel spawnt genau auf mir. Das mag ich nicht. Und mal sehen. Wir haben hier wieder den Needler, der ganz schön gut reinhaut. Und da ist die Money schon dafür alle. Aber hier ist auch mein Erschütterungsgewehr, mein Baby. Auch eine Waffe, die ich sehr gerne spiele. Und ja, die Hügel sind immer so eine kritische Szene. Na, es bringt nichts. Wenn ich zuerst schlage, dann bringt es meistens nichts, nochmal nachzuschlagen, weil meistens habe ich den schon gewonnen. Oh mein Gott, da ist noch einer. Der mich nicht gesehen hat. Kann ich mit leben. So, wer gewinnt? Er mit der geileren Waffe oder ich mit dem Needler? Komischerweise ich mit dem Needler, obwohl er die geilere Waffe hatte. Na, kriege ich ihn noch? Kriege ich ihn noch? Ja, gut. Wenn ich mit der Patronenkugel, ja genau. Wenn ich mit der Munition, dann halt mit dem Kolben. Alle meine Kolben heißen Katharina, nur so zur Info. Oh mein Gott. Kommt da ein unsichtbarer an und macht mir. Oh ja, ich liebe die Waffe. Wie konnte er mich damit nicht töten? Die ist so dermaßen geil overpowered. Aber gut, mein Glück, ne? Dass ich das überlebt habe. Hätte mich ja auch erwischen können. Aber sagen wir nichts drüber, ne? Hätte ja wortwörtlich nach hinten losgehen können für mich. So, weiter geht's. Schön mit der Waffe versuchen, Leute an Snipe-Spots wegzubekommen. Sie haut zwar nicht so rein wie das Sniper-Rifle der Menschen, welches dir One-Hit gibt, aber die Feuerrate und die Präzision davon ist ausschlaggebend gut für die Waffe. Also das ausschlaggebende Zeichen ist für die Waffe eigentlich die Feuerrate und die Präzision. Und ich hoffe, dass wir die in Halo Infinite auch wiedersehen. Eigentlich bin ich jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt die Gameplays sehe, doch sehr gehypt auf Halo Infinite. Hätte ich doch richtig Bock gerade drauf. Am Anfang war ich skeptisch, aber jetzt irgendwie, ja,
wollen schon. Ah, ich hasse es, wenn sie abhauen. Sie sollten bis zum Tode kämpfen und nicht abhauen. Don't be such a pussy. Und den haben wir auch. Wunderbar. Die Waffe räumt auf und jetzt sind wir in der Schwerelosigkeit. Hätte ich tatsächlich Angst zu sein, aber als Master Chief oder als Spartan allgemein kein Problem. Na, treffe ich? Irgendwann mal. Ich meine, ich muss nur ein, zweimal treffen, dann ist er tot. Wenn das Schild weg ist. Oder eigentlich muss ich nur einmal treffen und hier habe ich keine Money mehr. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit ausdrücken wollte. Und, oh! Warum nicht mit dem Sturmgewehr? Sturmgewehr ist dumm auf Range. Sturmgewehr ist auch dumm im Nahkampf. Die Waffe ist nämlich stärker, die ich habe. Und damit sehen wir uns gleich oder beim nächsten Mal wieder. Das war es nämlich mit der heutigen Folge. Euer Remske haut rein.